ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Wir könnten das jetzt noch üben, aber da uns ja viele Leute im Fernsehen mitverfolgen und nach der Messe dann immer ein anderes Programm kommt, ist die Zeit beschränkt. Deswegen sparen wir uns jetzt das Üben. Aber einmal können wir es noch einmal probieren wenigstens. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Halleluja. Wir sind noch ganz im Freudentaumel der Osternacht und ganz unter dem Eindruck der großen Feier des Festes aller Feste, der Auferstehung Jesu. Die heilige Osternacht, die wir gemeinsam gefeiert haben, und den Ostersonntag. Ganz unter dem Eindruck dieses Sieges Jesu über den Tod und über die Sünde und über die Finsternis und über den Hass. Und wir bleiben unter diesem Eindruck jetzt einmal diese Osteroktav, dann die 50 Tage bis Pfingsten. Und wir sollten unter diesem Eindruck eigentlich bleiben, ein ganzes Leben lang. Das feste Wissen, dass Jesus alles Böse besiegt hat. Und dass deshalb auch in allen dunklen Stunden, die wir erleben, immer Hoffnung ist. Weil Jesus hat alles Dunkle, alle Sünde, alles Böse, alle Schuld, allen Tod, alle Gewalt besiegt. Er hat sich als stärker erwiesen. Er ist auferstanden von den Toten und hat das Leben neu geschaffen. Und wir sind eingeladen, an diesem neuen Leben, an dem göttlichen Leben, an dem österlichen Leben, an dem Leben des Lichtes und der Liebe und des Sieges Christi teilzunehmen. Das heißt, Christ zu sein. Wir werden jetzt in der Kirche, wenn wir öfter gehen, und viele, die hier sind, gehen auch öfter, auch unter der Woche, immer wieder in den kommenden Tagen und Wochen Lesungen hören, wo Begegnungen geschildert werden von Menschen mit dem auferstandenen Jesus. Unterschiedliche Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Und genau so eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, die wünsche ich uns allen. So eine Begegnung, wie es viele Begegnungen in der Bibel beschrieben gibt, wünsche ich uns allen. Wünsche ich jeden Menschen auf der Welt und wünsche ich ganz besonders auch allen Christen. Denn diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, die ist es, die das Leben neu macht. Die ist es, die den Glauben anfangen lässt. Und die ist es vor allem, und das zeigt diese ganz berühmte Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die wir heute gehört haben, die müde gewordene Leute, zweifelnde Leute, hoffnungslose Leute, traurige Leute, zu Missionaren macht. Das ist genau diese Sache, die wir heute gehört haben. Am Anfang sind diese beiden Emmaus-Jünger, von einem wissen wir den Namen, Kleopas, vom anderen wissen wir den Namen nicht. Und die gehen von Jerusalem weg. Und dann, am Ende dieser Geschichte, gehen sie mitten in der Nacht, obwohl es schon dunkel ist, noch einmal zurück nach Jerusalem, von der sie gerade gekommen sind, von der Stadt, 60 Stadien, ich habe extra gegoogelt, das sind circa 12 Kilometer, weil sie es drängt, das, was sie mit Jesus erlebt haben, die Begegnung, die sie mit dem Auferstandenen hatten, weiterzuerzählen. Und genau deshalb wünsche ich mir für uns Christen, dass wir alle in dieser Osterzeit eine echte Begegnung mit Jesus machen. Weil ich glaube, dass etwas von dieser Müdigkeit, von diesem Angenagtsein durch den Zweifel, von dieser Hoffnungslosigkeit, von dieser Traurigkeit, die ja irgendwie ganz verständlich ist, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist. Selbstverständlich waren die enttäuscht. Dass sich etwas von dem auch in unseren Herzen und Seelen ausgebreitet hat. Und Ostern ist das Fest der Begegnung mit dem Auferstandenen, damit wir von innen her wieder überzeugt werden. Damit wir Jesus begegnen können, damit wir von ihm erzählen können. Damit wir eben auch Zeugen der Auferstehung werden. Dass wir auch anderen von unserer Begegnung mit Jesus erzählen können.
Und mir gefällt diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern deshalb so gut, weil sie uns auch zeigt, wo wir Jesus begegnen können. Und ich möchte drei Punkte nennen. Es ist immer gut, drei Punkte zu haben. Und dieses Evangelium bietet sich da sehr gut an, drei Punkte zu nennen. Das erste ist, wir können Jesus begegnen in Glaubensgemeinschaften. Diese beiden Jünger sind eben nicht alleine unterwegs, sondern sie sind zu zweit unterwegs. Und deswegen ist für mich dieses Evangelium eine Bestätigung des Wortes Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe heute darüber nachgedacht, Jesus erscheint als Auferstandener immer vor Gemeinschaften. Oder, gibt auch Ausnahmen, aber dann erscheint er für Gemeinschaften. Manchmal erscheint er zum Beispiel Maria Magdalena und er sagt, geh zu denen, geh zu meiner Gemeinschaft und erzähle ihnen von Jesus. Das finde ich ganz erstaunlich und ganz wesentlich für unsere Zeit. Wir haben heute das Gefühl, wir Christen werden immer weniger und manche Christen haben das Gefühl, sie sind Einzelkämpfer. Ich kriege auch manchmal so E-Mails von Leuten, die sagen, ja, ich bin ganz alleine auf weiter Flur als Christ irgendwo. Und das ist schwierig. Wir brauchen Glaubensgemeinschaften und wir sollen uns zu Glaubensgemeinschaften zusammenfinden, denn in Glaubensgemeinschaften findet Christus Begegnung statt. Erstes. Das zweite ist das Wort Gottes. So wunderschön beschrieben. Jesus legt ihnen die Heilige Schrift aus. Er öffnet ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Und er redet so zu ihnen, dass ihnen das Herz zu brennen beginnt. Wunderbar. Wenn in der Kirche die Heiligen Schriften gelesen werden, dann spricht Jesus zu uns. Dann möchte Jesus mit uns in einen Dialog treten. Das Wort des lebendigen Gottes, das uns heute verkündet worden ist, das ist Jesus selbst, der zu uns spricht. Also das ist das Zweite, Jesus-Begegnung im Wort Gottes. Also lesen wir mehr in der Heiligen Schrift und in der Bibel, denn dort werden wir Jesus begegnen. Und das Dritte ist, und das ist ganz interessant, zuerst sehen die beiden Jünger Jesus, aber sie erkennen ihn noch nicht. Und wirklich erkennen, so dass ihnen die Augen aufgehen und sie ihn erkennen können, geschieht in dem Augenblick, wo es heißt, er spricht den Lobpreis bei Tisch und bricht das Brot und gibt es ihnen. Das ist die heilige Eucharistie. Jesus erkennen wir in der heiligen Eucharistie. Deswegen ist das Dritte, gehen wir oft zur eucharistischen Anbetung und zur heiligen Messe, denn auch dort werden wir dem Auferstandenen begegnen. Ich fasse zusammen. Ich wünsche uns allen eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und wir begegnen ihm in Glaubensgemeinschaften. Wir begegnen ihm in der Heiligen Schrift. Und wir begegnen ihm in der Heiligen Eucharistie. Und deswegen müssen wir Glaubensgemeinschaft suchen, mehr in der Bibel lesen und intensiver die Heilige Messe feiern und zur eucharistischen Anbetung gehen, damit uns das passiert, was den Emmaus-Jüngern passiert ist, dass aus der Zaghaftigkeit, aus dem Weggehen, aus der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit eine Umwandlung geschieht, damit wir missionarische Jünger Jesu werden, Zeugen der Auferstehung, österliche Menschen. Amen. Okay.